Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Part 3 von unserem Rise of the Ronin Let's Play. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Ich habe aber noch mal kurz in dem einen Dorf nachgeguckt, was da so abging. Hier hinten, genau, im ersten Dorf. Bin da so ein bisschen rumgelaufen, habe hier auch noch, glaube ich, einen Checkpoint geholt. Also wirklich nur 5 Minuten, dabei haben wir aber nette Ausrüstung gefunden. Auf jeden Fall die Schuhe habe ich neu angezogen. Lagen auf irgendeiner Leiche und viel wichtiger. Das wollte ich mal. Also, wir haben unser Pferd. Ich musste einfach nur mit einem Typen quatschen. Ich musste jetzt nicht irgendwie was kaufen oder sonstiges. Und es sieht maximal dämlich aus. Also, das ist, ja, wirklich eine Frechheit. Guckt mal bitte. Guckt euch an, wie das rennt. Das ist echt abgefahren. Also, so sieht es ja ganz okay aus. Obwohl, das sieht mir zu mechanisch aus, aber ja, vielleicht bin auch nur ich das. Also hinten die Beine, da brauchen wir nicht drüber zu reden, das sieht dämlich aus. Aber ich frage mich dann immer wieder bei so Games, da gibt es ja irgendjemand, der für die Animation vom Pferd zuständig ist, irgendein Eric. Eric bekommt den Auftrag, die sagen, hey Eric, du machst die Animation für das Pferd. Und Eric sagt, alles klar, kriege ich hin. Und das wird abgenommen, da sitzen dann, ich weiß nicht, wie viele da drin sitzen, 15, 20 Leute und dann sagt Eric hier, das ist meine Animation vom Pferd und die sagen, nice work. Wo ist dein Passierschein? Nice, Eric. Passierschein habe ich nicht. Hier, ganz einfach, habe ich keinen. Ohne Passierschein kommt hier niemand durch. Nicht so unfreundlich, Mann. Wo bekomme ich einen her? Ließe sich mit Geld nachhelfen? Nein, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wie dich habe ich keine Zeit. Geh ins okay. Dorf und frag gefälligst dort jemanden. Unfreundlicher kleiner Idiot. Welches Dorf da lang? Okay, unser Horse. Was ich aber gut finde ist, wenn ich mein Pferd rufe, dann springe ich direkt drauf. Hier oben kann ich, ja, kann ich picken. Bisschen farmen, Leute. Who knows, wofür das gut ist. Ich glaube mal später ist es ähnlich wie bei Neo etc., dass man hier sind Feinde. Dass man Sachen herstellen kann und dafür braucht man dann die Materialien. Das Dorf wurde überfallen, Leute. Die Frau ist gerade am Sterben. Bogen. Okay. Bögen können verwendet werden, um Gegner aus der Distanz anzugreifen, ohne bemerkt zu werden. Alles klar. Den equippen wir doch mal. Und ihr könnt sehen, das, ich glaube, das Odachi hatte ich auch noch nicht. Also ein paar Sachen habe ich bekommen, aber man bekommt hier echt die Sachen zugeschmissen. Nee, warte mal. Das bleibt. Sekundärwaffe 2. Aber das ist ja am Anfang häufig so. Zack, tot. Okay, er hat mich entdeckt. Der mit dem Schild auch noch. Oh nein. Ich hasse Leute mit dem Schild. Immer, in jedem Game. Komm ran. Komm her. Guck, meine Waffe ist jetzt nicht gut dagegen, was mit dem Odachi? Nee, oh, ist doch nicht dafür. Hey, ich dachte. Dämlich mit dem Schild. Der da vorne. Na komm. Ich benutze auch viel zu selten da oben die Anzeige, ehrlich gesagt. Da werden mir die Feinde überall angezeigt. Zack. Zack. So, einer ist jetzt unter mir. Was zur Hölle? Wer hat mich hier gesehen? Ich habe doch diese eine Attacke. Attentat verüben, ja, aber ich habe doch irgendwas mit R2 gekauft, oder nicht? Ja. Nice. Aber der hat mich jetzt. Ach so, da hinten bist du. Was geht ab? Können wir hier fighten? Sonst Wasser? Ich muss schon wieder.
Ich komme noch nicht drauf klar, dass ich dann Dreieck drücken muss. Komm her. Wenn's blinkt. Jedes Mal, jeden Tag, wenn ich neu anfange. Ist aber komisch, das spricht nicht fürs Gameplay. Ja, den werde ich nicht one-shotten können, dann legen wir einfach den Hund direkt mit einem Schuss. Obwohl, der ist auch Rang 2. Komm ran, Bro. Da oben ist noch einer. Das ist auch ein Cheatcode. Ranrollen! Komm ran. Traust du dich? Ranrollen! Noch einmal ranrollen, dann haben wir ihn gleich. Gut, doch nicht. Ranrollen hat jetzt nicht funktioniert. Der andere kann mich ruhig entdecken. Also ein Bogenschütze. So, dagegen ist jetzt meine kleine Drechse. Okay. Brauchen wir nicht zu gucken. Nice, nice, nice. Fertigkeitspunkt. Wir haben 3 Fertigkeitspunkte. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Und ein Stärkepunkt? Was heißt das? Können wir den dann kostenlos in Stärke nehmen? Ah, okay, hier brauche ich... Ah, alles klar. Brauche ich das auch bei Geschicklichkeit? Nee. Komisch. Aber gut, dann kann ich die ja nur hier einsetzen, oder? Wahrscheinlich. Ah, hier brauche ich auch Charisma-Punkte. Und hier Intelligenz. Okay, verstehe. Aber hier bei Geschicklichkeit ist halt nichts. Ah, doch, da. Kommt später. Verstehe. Okay, cool. Ja, dann müssen wir hier mit einsteigen. Warte mal, was ist das? Gib dir die Option, deinen Gesprächspartner in Dialogen einzuschüchtern. Alles klar. Easy. Ich würde nochmal gern mehr Geld kriegen von meinen. Das kostet 3, ne? Aber ich glaube, es ist ganz cool und wichtig, jetzt einfach passives Einkommen die ganze Zeit schon zu generieren. Weil wir später bestimmt so unglaublich viel Geld benötigen. Ach, danke. Ich verdanke dir mein Leben. Ich dachte schon, das wäre mein frühes Ende. Aber es macht mir immer noch super Bock. Wirklich. Ich will nicht wissen, wer Räuber, da ist. Sie haben unser Dorf ohne Vorwarnung überfallen. Dieser Mist. Hast du einen Passierschein? Aber dank dir sind alle wieder zurück. Jetzt können wir das Dorf gemeinsam wieder aufbauen. Mhm. Ich möchte dich für deine Hilfe belohnen. Auf dem Hügel ist eine Höhle, in der du die Beute der Schurken finden wirst. Sollte dein Weg dich an ihr vorbeiführen, könntest du darin etwas Nützliches finden. Na, wie klingt das? Ist da ein Passierschein? Ich nehme mal an, mach's du bist am Kontrollpunkt abgewiesen. Stimmt's? In der Höhle solltest du einen Passierschein finden. Ziemlich auffällig, dass du das weißt. Wenn du einen Passierschein willst, dann solltest du dich besser beeilen. Also wo... Bevor ein anderer Ronin dir zuvorkommt. Okay. Boah, jetzt müssen wir gegen einen Bossfight gleich. Nice. So einen anderen Ronin verprügeln. So, irgendwie hier was in den Dingern. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Händler. Wonach so? Keine Eile. Lass dir nur kaufst du Medizin? Ich brauche viel mehr Medizin haben. Aber ich kann noch ein Heilelixier herstellen mit diesen Kräutern. Okay, verstehe. Das ist sogar das Bessere. Alright. Klar, warum nicht? Gibt es sonst noch etwas? So viel Heilelixier wie nur möglich. Gut auf dich acht, ja? Aber davon haben wir mal nur 3 mit? Kann das sein, oder ist das... Warte mal. Wo kann ich nochmal...
Ja, davon haben wir mal nur drei. Aber das ist das Gute. Das gute Zeug. Good stuff. Vielleicht bei dir ein anderes Pferd kaufen. In einem Stall kannst du Pferde und Sattel zurückkaufen, okay. Wonach suchst du? Ah, alles klar, die werden dann noch schneller. Okay, finde ich cool. Wenn die schneller werden. Was benötige ich dafür? 15? Ne, 13. Naja, aber komm jetzt. Wir bekommen bestimmt später noch ein viel besseres Verstanden. Pferd. Wir sehen uns. Hau rein, bis später. Los, raus. Da müssen wir lang. Alles, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Und ich habe gemerkt, dass man einfach an diesen Hasen auch vorbeilaufen kann. Da, Wildfleisch. Zack. Zack. Aber wirklich, wir farmen jetzt nicht großartig. Nur das, was auf dem Weg liegt. Bin ich vorbei? Nee. Ah ja. Doch, ich bin vorbei. Aber da stand jetzt irgendwas von Ausdauer von meinem Pferd, aber ich sehe halt keinen Ausdauerbalken. Okay. Das ist ein Kumpel. Wieso? Ich komm perfekt. Ich helfe dir, Alter. Besser kann man gar nicht kommen. Boah, Jesus, du hast direkt beides abgekriegt. Wird das mein neuer Bro? Wir sehen uns auch ziemlich ähnlich, also wir können nur Bros werden. Nice. Oder doch ein Boss? Nee, der sieht nicht aus wie ein Feind. Einfach nicht, wann er aufhören sollte. Exzentrischer Ronin. Kreativer Name. Dass du nicht einfach irgendjemand bist. Ich hab's. Komm mit mir. Ja? Unsere Stimme, Mann. Das sind, wir reden ja nicht viel, aber wir machen immer so. Hier entlang. Mach schon. Hier sonst irgendwas. Kurz mal gucken, was wir Neues bekommen haben. Hier sind wieder neue Sachen aufgedeckt worden. Ich würde gerne neue Double Swords bekommen. Nicer Hut. Mal gucken, ob man auch den Style nachher anpassen kann, sodass ich immer gleich aussehe, oder? Was sagst du zu meiner Pistole, hä? Ist nice, die hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Seit der Ankunft der schwarzen Schiffe auf diesem Weltkopf. Wer weiß, was aus den Samurai wird. Die schwarzen Schiffe, was sind die schwarzen Schiffe nochmal? Wir uns weigern, vom Westen zu lernen. Was sind die schwarzen Schiffe nochmal? Die Amis? Nee. Was habe ich gesagt? Dort geht's hinaus. Hast du gesagt? Passiert hier nichts. Vorne ist Metall, das hole ich mir noch kurz, Bro. Ich in der Höhle nach einem Passierschein suchte. Sorry, ich habe irgendwas. Aber wer hätte gedacht, dass sie mich aus Guck mal, da oben auf dem Turm ist auch was. Chill mal kurz, Kumpel. Ich hole mir das kurz. Kann ich irgendwie schnell klettern? Hier entlang. Eisen. Okay. Schmerz. Beeilen wir uns.
Hast du ein Horse? Worüber haben wir gesprochen? Oh, du hast ein Horse. Aber seltsam, dass du da drin auch angegriffen wurdest. Ich habe das Gefühl, dieser alte Kauz könnte uns reingelegt haben. Ah, wahrscheinlich, ja. Ah, wir sind da. Das ist der Ort, den ich dir zeigen wollte. Was ist hier? Na, du willst also auch nach Yokohama? Tja, ohne Passierschein wird das allerdings nichts. Aber ich weiß vielleicht, wer welche haben könnte. Der Anführer der Verbrecherbande, die sich im Anwesen des örtlichen Magistrats eingenistet hat. Die stehlen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay. Seine Handlanger stehen sicher Wache. Aber du wirkst wie jemand, der sich verteidigen kann. Na, wie sieht's aus? Bereit, dir einen Passierschein zu holen? Safe. Lass es uns angehen, Mann. Wusste ich's doch. In dir brennt eine Kämpferseele. Loyalität und Verbündete. In einigen Missionen kannst du Verbündete wählen, deren einzigartigen Fähigkeiten dir dabei helfen, im Spiel voranzuschreiten. Okay. Missionen beginnen. Ach, das sind dann geschlossene Missionsstufe. Okay. Kooperation. Kooperieren mit anderen Spielern. Also kann ich dann wahrscheinlich auch online jetzt gehen und dann mit anderen die Mission machen. Das ist okay. Das ist ganz cool. Bin ich jetzt nicht der Typ für, aber für Leute, die online ganz, also gerne online spielen. Verbündete wählen, ja, den habe ich ja schon, den exzentrischen Ronin. Dieser Name, Alter. Können wir noch irgendwas an unserer Rüstung machen? Das hier. Kugelsichere Weste brauchen wir nicht. Gegenstände können wir irgendwas, was nützlich ist, hier reinpacken. Also so Zeugs finde ich immer. Ja gut, was soll ich jetzt anderes machen? Spielerstufe 3, Missionsstufe 2. Das haut hin. Ja, nicht erneut anzeigen. Wenn ich Ja drücke, dann... Zeit für mich zu glänzen, was? Du besitzt nun Loyalität gegenüber jemandem. Okay. Let's fucking go. Ah, so ist das der. Komm mit, Bro. Eigentlich niemals durchs Haupttor gehen. Das Anwesen ist immer groß. Ein Umweg hier, sag ich der doch. Anführer steckt. Der sieht uns noch. Ja, der sieht uns safe. Upp. Der da sieht uns nicht. Effektivität des Kampfstils. Ah, da siehst du, das ist das, was ich mir schon gedacht habe. Die Ten, Chi und Jin Kampfstile sind jeweils gegen eine... Da haben wir es wieder. Ghost of Tsushima. Also ja, genau das Gleiche mit gegen schwere Waffen oder wie auch immer. Ineffektiv gegen Odachis. Okay, ja. Habe ich mir fast schon gedacht. Wie sieht denn er jetzt aus? Er ist dann zum Beispiel effektiver dagegen. Da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Wechsel! Ciao. Ruhig, Bro. Lass ihn... Was machen wir? Was ist die beste Vorgehensweise? Runter in die verprügeln? Achso. Scheiße. Da habe ich einen reingekriegt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Guck mal, jetzt kommen wir nämlich von hier. Okay.
Okay, man hätte sogar noch einen anderen Weg gehen können. Da sind drei Stück. Hier sind zwei. Aber meistens sind die ja irgendwie gestunt, wenn ich einen erledige. Bro, was machst du da unten? Ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel. Ja, wow. Ah, komm. Vernachlässige das Ausweichen nämlich viel zu oft. Ah, guck mal, da auch noch einer in der Ecke. Wie komme ich an dich besser an? Die sind ja schon ein bisschen. Die sind ein Ronin. Ein Ronin. Krieg ich den von hier hinten? Oh, Jesus, Alter! Dass die den nicht sehen. Ja, an den komme ich so nicht. Den muss ich halt so verprügeln. Aber ich könnte ja erstmal die anderen drei da hinten ausschalten, korrekt? Guck mal hier, macht Spagat. Nice. Oh, 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 oh. Okay, man ist erstmal mit dem Schild, also dem mit dem Schild platt. Boah, da sind so viele. Egal. Wir haben unseren Kumpel hier. Weil die sind ja irgendwie immer gestunt, wenn ich jetzt einen erledige. Kann ich den noch erledigen? Und dich auch noch? Ja, easy. Ja, das ist halt schon sehr easy dann, ne? Muss man mal sagen. Mhm. Der kommt jetzt. Jetzt hat er sich erschrocken, dass da Leichen sind. Ablenkung. So, und jetzt können wir uns den einen Typen krallen. Ne, der hat doch hier in der Ecke. Das war der gerade. Ah. Alles klar. Jetzt hier weiter. Wir müssen noch ein paar optionale Gegner killen. Kraftwirkstoff. Ja, das ist das, was wir schon bekommen haben. Diese komische, was man noch kaufen kann bei der Medizinerin oder so. Boah, da stehen zwei. Komm ich bestimmt auch außen rum hin. Cleverste ist die KI auf jeden Fall nicht. Das war prima. Danke. Kann ich aufs Dach eigentlich? Also Stealth ist auf jeden Fall ein riesiger Part hier. Ob man das nun mag oder nicht. Man kann ja auch einfach reingehen und die Jungs verprügeln. Guck mal hier. Ist ein Loch. Ist hier eine Kiste? Bisschen Loot? Da ist er. Aber die KI ist nicht die cleverste, aber auch nicht von mir. Also von meinem Partner. Guck mal hier. Ich stealth jetzt den. Und dann kann ich dem noch einen reinhauen. Was machen? Ah, ich sehe nichts. Ungünstig hier zu kämpfen. Das war ein starker Gegner. Oh Mann. Okay, bockt auf jeden Fall. What the, wo kommst du, Kollege, denn her? Du sollst in mein Team kommen, du bist verdammt schnell. Lass dir Zeit. Kein Schwarzmarkthändler. Okay. Lass dir Zeit. Hast du gesagt schon. Heilelixier, das können wir auch herstellen. Guck mal, wie teuer das ist. 800 Coins? Nee. Ziehst mir jetzt nicht über den Tisch. Natürlich. Verbessern. Aha. Okay.
Now we're talking. Aber das lohnt sich ja noch gar nicht. Also noch gar nicht, gar nicht. Und ich denke, genau, das ist das, was ich meinte. Zerlegen, das ist ja wie bei Neo. Da bekomme ich dann das ganze Zeug. Aber wie das so oft ist, am Anfang... Ich glaube, naja... Guck mal, wenn ich jetzt verkaufe... Das, dafür kriege ich 83, dafür kriege ich 30. Blaue würde ich verkaufen, graue zerlegen. Natürlich. Auch hier der gleiche Scheiß wie bei Neo. Oh, nee, warte mal, lass uns erstmal gucken, ob wir vielleicht neue Ausrüstung bekommen haben, die wir jetzt schon, bevor ich hier alles zerschmetter. Okay, davon brauchen wir nichts. Sekundärwaffe. Brauchen wir auch nichts mehr. Hier haben wir einen nicen Hut, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das ist auch, haben wir auch das Beste eigentlich. Ja, wir haben überall das Beste, okay. Danke. Können wir fröhlich zerlegen und verkaufen. Keine Eile. Lass dir Zeit. Also graue zerlegen und blaue verkaufen. Ich denke mal, das ist the way to go, weil einfach, ihr habt ja gesehen, das Blaue gibt mir auch nur ein Eisen, aber gibt mir mehr Kohle. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Sachen zu verbessern etc. alles sehr teuer ist später. Wie du willst. Und den Rest verkaufe ich. Mir wahrscheinlich auch nicht so viel Geld bringen. Wie du willst. Ich hab doch noch. Ah. Kann ich nicht alle Items? Kann ich irgendwie alle Items auswählen? Nee, ne? Das nervt mich die ganze Zeit hier. War das um das anzuklingen. Alles? Jo. Also, das war ja wohl genug, du Geier. Für deinen Besuch. Die stehen natürlich super ungünstig. Warte mal, war hier noch ein dritter? Da. Da ist ein Kollege. Boah, der sieht mich doch safe. Ich könnte jetzt so einen Ton... Ach, scheiß drauf. Schießen dem... einem Typen die Birne weg. Den Schild hier nie. Und den... Oh ja, so platt. Okay. Die haben echt eine offene... Also, der rafft ja gar nichts. Komm ich hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, komm. Nice. Wie immer, nicht durchs Tor. Doch, durchs Tor. Gibt's noch irgendwie einen anderen Weg, wo wir uns hochseilen können oder sowas? Das ist aber jetzt wahrscheinlich auch der Boss, ne? Ihr habt ja schon wieder versagt. Oh, Jesus, okay. Du bist voll lebensmüde. Wo ist mein Kumpel? Da. Wechsel! Oh nein, wechsel zurück! Wechsel! Wechsel! It's rock, baby. Wechsel, Idiot. Okay.
Was bist du? Ich muss mal hier auch mal heilen, kurz. Wechsel! Fuck, ich krieg immer, obwohl ich hinter ihm stehe, krieg ich trotzdem einen ab. Wechsel. Also Wechsel ist ein kleiner Cheat, wenn man immer wechselt, weil der visiert immer mich an und wenn ich dann im letzten Moment einfach wechsel. Mein Kollege macht das ja ziemlich gut. Oh no! Wechsel. Komm noch. Guck, der macht jetzt bei dem Spaß. Das lief doch verdammt gut. Also mit Wechseln ist man wirklich... Aber gut. Da brauche ich gar nicht mehr zu blocken. Also diese roten Angriffe. Natürlich, die machen super viel Ki-Schaden. Eigentlich geil. Was bekomme ich dafür? Warum sollte ich? Gib schon auf, dein Flehen ist vergebens und dann killen oder was? Nein, komm. Wir sind ein Ronin, ein Samurai, wie auch immer. Warum sollte ich? Erstmal fragen, warum ich sollte. Warum sollte ich denn? Was hast du? Hast du irgendwas zu bieten? Mit deiner geilen Freeze? Weil ich dir alles gebe, was ich besitze. Du bist doch sicher hierher gekommen, weil du etwas suchst, nicht wahr? Warum wisst ihr alle von diesem Passierschein? Was gibt bei euch? Wie du aussiehst, brauchst du wahrscheinlich Geld. Oder vielleicht ein gutes Schwert. Na komm. Wahrscheinlich Geld? Wieso sehe ich arm aus? In deiner Position würde ich mich nicht als arm bezeichnen gerade. Ihm weiterzuhören. Oh, wir lassen den Kollegen am Leben. Ich gebe dir den Schlüssel zu unserem Lager. Ja. Einfach alles, was wir geplündert haben, findest du dort. Nimm dir, was du willst. Ist okay. Ich lasse dich am Leben. Diese Vorrichtung, die wir erbeutet haben. Keine Ahnung, wozu sie gut ist, aber sie ist sicher wertvoll. Das ist eine Vorrichtung. Ich warne dich. Wehe. Wehe, Alter, ich komm zurück. Nein, das stimmt, ich schwöre es. Okay. Schade, dass unsere Stimme nicht redet. Wenn wir da wirklich dann noch die Sachen sagen, aber... Ich danke dir. Sind die Synchronsprecher doch zu teuer für, wa? Also, ich mach mich dann mal aus dem Staub. Okay. Unser Outfit ist ein bisschen wild. Wir sehen aus wie ein japanischer Aristokrat. Du hast ihren Anführer allen Ernstes verschont? Klar. Ich wollte ihn nicht töten. Hätte ich können. Warum auch? Ich frage mich echt, wie du jeden Tag überlebst. Aber wer weiß. Vielleicht ist er ja dank dir ein neuer Mensch. Hoffentlich. Du hast den Schlüssel zu ihrem Lager, oder? Dann lass es uns aufsuchen. Ich glaube, ich weiß, wo es sein könnte. Den finde ich aber auch cool als Partner, muss ich sagen. Mir nach. Den Exzentriker. Hä, können die dem wirklich... Kann er mich nicht mehr seinen Namen sagen, oder? Diebesgut angehäuft. Und wenn ich richtig liege, sind... Guck mal, wie er vorgerannt ist. Ich weiß, wo lang er chill, Alter. Ich auch. Guck mal, klar. Wie so ein kleines Kind. Was haben wir hier? Medizinkästchen. Ich brauche nur den Passierschein. Alter. Sonst noch was hier. Natürlich. Dark Souls, From Software Games. Alles kaputt machen, bevor man überhaupt weitergeht. Was haben wir hier? Aha, Passierschein. Du hast also Passierscheine aufgetrieben, was? Hast du auch einen für mich? Dieses Stück Papier bringt mich nicht nur durch den Grenzposten. Es ist viel mehr. Es öffnet dem ganzen Land das Tor in eine bessere Zukunft. Eine Zukunft, die ich mitgestalten werde. Ich spüre, dass sich unsere Wege erneut kreuzen werden. Wie wäre es mit einem Treffen in Yokohama? Er wird unser Partner, finde ich cool.
Nein, das lassen wir lieber. Dort gibt es einen Uhrenturm nach westlicher Bauart. Wie random die Antworten manchmal sind. Nein. Auf gar keinen Fall. Wenn du mich nicht findest, frag nach Ryoma Sakamoto. Aha, Ryoma. Das packst du schon. Das ist doch auch der also dann, beste Schwertkämpfer aus One Piece, oder? Ryoma, ich glaube ja. War nicht da. Ryoma Sakamoto. Verwandte Einträge, was heißt das? Okay. Kann ich irgendwas machen? Bindung eingegangen, alles klar. Das ist jetzt mein Kumpel, ja? Cool. Ja, finde ich gut, ist sympathisch. Aber das scheint ja dann so, als ob ich mehrere Leute dann irgendwie treffe und dann in die Gang aufnehmen kann. Gleiter erhalten. Und Arbeiterhut. Und wir haben echt Ausrüstung ohne Ende gekriegt. Warte mal. Das ist natürlich besser. Ist auch ein Odachi. Ich will kein gutes Odachi. Das ist... Wieso kann ich hier den Kampfstil nicht ändern? Rüstung. Erstmal den anziehen. Der sieht zwar nicht anders aus, aber... Oh, nice. Oh, das Outfit gefällt mir gut. Handschuhe müssen anders sein. Ah, mit den Stiefeln. Eigentlich müssten wir die Stiefel anziehen. Dann sehen wir aus wie ein gepflegter Samurai. Boah, das ist schon cool, doch. Aber nee, die anderen Schuhe sind schon einiges besser. Was haben wir? Attribute 3. Okay, lass mal gucken. Natürlich will ich ein bisschen mehr auf Geschicklichkeit gehen, weil das Zeug kostet jetzt schon 5. Sammelmissionen. Was sind Sammelmissionen? Ki-Regeneration, Klingenblitz. Okay. Ja, Charme ist eigentlich ganz geil, weil das sind so passive Sachen, die... Ich habe das Gefühl, dass man sowas, kombinierter kritischer Treffer, ermöglicht es ein Verbünden nach deinem kritischen Treffer ein zusätzlich... Ja, das ist ja super nice. Das hätte ich eben gebraucht. Ein, zwei Mal. Also ich glaube, Charme erstmal zu skillen ist ganz gut. Verringert den Schaden, den inaktive Verbündete erleiden. Auch nice, oder? Wir ziehen jetzt mal Charme hoch. So, was haben wir hier? Gleitflug. X während... Jetzt haben wir echt das Ding. Okay, alles klar. X während du von einer erhöhten Position springst. Okay. Also doppelt X. Okay. Ja, die Grafik. Ja. Aber das ist mir egal. Wir hätten den Passierschein gar nicht benötigt. Da unten ist der Idiot, der uns nicht reingelassen hat. Das ist cool. Das ist doch ganz cool. So, jetzt große Stadt. Na, da können wir da erst in der nächsten Folge so richtig mal alles... Aber ich werde sowieso nicht alles zu 100% erkunden. Wir werden da ein bisschen durchsteppen, was uns über den Weg läuft. Machen wir. Ah, da sind... Guck mal, da sind die schwarzen Schiffe, aber das sind... Ne, da vorne sind asiatische Schriftzeichen. Japanische, wie auch immer. Sind uns, was Stärke betrifft, deutlich überlegen. Sind doch... Na, ich raff gar nichts mehr jetzt. Die westlichen Nationen, sagt er, sind doch die Amis, oder? Müssen ja die Amis sein. Die sind damals nach Japan und... Ich glaube auch ungefähr zu der Zeit. 1850, irgendwie sowas. Siehst du das etwa anders? Ja, in der Theorie klingt das sehr einfach, doch das ist es nicht. Jetzt beruhige dich! Es ist nur verstanden.
der oberste Minister solche Unruhestifter verhaften lässt. Damit wird er sich aber nicht gerade beliebt. War das Schiff, an dem, wo wir ganz am Anfang drauf sind, auch eins dieser schwarzen Schiffe? Ich dachte, das wäre die Briten gewesen, oder? Das sind wahrscheinlich die Briten, ne? Aber nee, das gibt keinen Sinn. Ach, keine Ahnung. Lassen wir uns jetzt mal ab in deinen Käfig, der sieht unsympathisch aus. Boah, so ein Monokel. Können wir auch ein Monokel haben? Das wäre super fresh. Unser schickes Outfit plus ein Monokel. Hoffnung auf einen Handelspakt. 1850, doch. Aus Amerika, ja, Amis, Japan. Okay. Yokohama ist also waren das auch die Amis, gegen die wir gekämpft haben am Anfang. Jene, die Japans Zukunft formen werden. Müssen wir Amis verprügeln. Hier, genau, hier mit dem Outfit, ein Monokel. Oh man, das ist stilsicher. Willkommen. Wie kann ich dir helfen? Medizin? Do you have medicine? No? Komm jederzeit wieder. Thanks. Kurz gucken, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Nee. Komm, wir holen das Ding. Horst. Warte mal. Ups. Hi. Ein richtiger Unsympath, der hier einfach durchläuft und alles kaputt macht. Weg. Ah ja. Da ist unser Kumpel Ryoma, aber muss ich erstmal diese Banner holen, weil die geben irgendwie wieder Stufe 1, was auch immer. Und da oben. Guck, dann kriegen wir auch Sachen aufgedeckt. Was ist das hier? Beamter. Okay, cool. Andere Ronin treffen. Du wirst in Städten und unterwegs auf andere Ronin treffen, indem du sie... Siegs verbessert sich geschickt mit der Waffe, mit der sie gekämpft haben. Okay. Und du verdienst Ausrüstung. Das ist so dieses... Ach, das hatte Donio auch. Das waren diese Gräber. Quasi so ein bisschen online. Art von online. Wirklich online war das ja nicht. Ah ja. Das ist geil, dass man einfach an dem vorbeiläuft. Das hier will ich noch haben und dann gehen wir zu unserem Kumpel. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte den Sack. Nice. Guck mal, da sind Feinde. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Also diese Dinger würde ich schon ganz gerne immer machen. Hey! Ryomi, was geht denn? Du hast es also geschafft. Du auch? Cool. Seit der Ankunft der schwarzen Schiffe und der Eröffnung des Hafens ist hier ordentlich was los. Und? Was führt dich eigentlich nach Yokohama? Die Liebe zu meiner Schwester. Boah, nee, ich glaube, ich traue ihm noch nicht. Es ist Privatsache. Wir sind sehr verschlossen. Naja, ich kann dich nicht zwingen, es mir zu sagen. Das war eine sehr sympathische Antwort. Ich bin hier, um Shoin Yoshida. Nächstes Mal bin ich ehrlich zu dir. Der Name sagt dir sicher etwas. Er ist ein großer Meister, dessen Blick fest in die Zukunft gerichtet ist. Er weiß, wo wir in 100 Jahren stehen könnten und wie wir das erreichen. Die Wahrheit ist, wir hatten beide denselben Lehrmeister. Inzwischen hat er seine eigenen Schüler. Besuch ihn mal. Okay. Er und seine Schüler sollten bereits hier in der Stadt sein. Das sind sehr interessante Menschen, glaub mir. Hey, pass gefälligst auf, wo du hinläufst, ja? Herr, ich danke euch. Das ist wirklich sehr aufmerksam. Boah, wenn die Grafik so flackert vor diesem Ding, was da runterhängt, dann lass es sein. Mein dann Name lass es komplett ist Taka weg. Murayama. Ich bin Geisha im hiesigen Vergnügungsviertel. Ich wäre höchst erfreut,
Euch beide dort bald willkommen. Es hat doch nicht mal mehr Wert. Lass es weg. Die Freude wäre ganz unsererseits. Wir wollten sowieso gerade in diese Richtung gehen. Wir machen immer nur Geräusche. Weirder Typ, dass Ryoma uns überhaupt cool findet. Okay. Toll! Los, jetzt komm mit! Das feiern wir am besten am aufregendsten Ort der Stadt. Das wo? Na los, das Freudenviertel ist ein guter Ort für Draht. Achso. Dort hört man die neuesten Gerüchte. Oh. Ihr dient dem roten Dämon! Ihr solltet lieber die Ausländer vertreiben! Gibt hier eine Prügelei? Ja. Schluss! Kein Unsinn mehr! Sonst steckst du in ernsthaften Schwierigkeiten. Hast du auch ein Horst? Du hast auch ein Horst. Die Lage hier spitzt sich immer mehr zu. Der rote Dämon geht mit harten Mitteln gegen die Anti-Schumonat-Fraktion vor. Haben wir dich, Sakamoto. Leiste keinen Widerstand, sonst wirst du es bereuen. Jungs, chillt. Das freut ihr jetzt gerade nicht. Nicht gegen mich und meinen Kumpel Ryoma. Ich auch. Oh mein Gott, Alter. Wieso machst du denn sowas? Bist du total irre? Nice. Rollattacke. Rollattacke. Ah, dieses primitive Gesindel. In Torsa gibt es kaum jemanden, mit dem man vernünftig reden kann. So, wo müssen wir hin? Ich denke, da wollen wir hin. Krieg ich das Ding auch kaputt? Das sieht doch wie das Freudenviertel aus. Das sieht doch ganz nett aus hier mit den Kirschblüten. Das ist doch schön, das Freudenviertel. Wir sind da. Ich will hier das Banner. Oh mein Gott, jetzt steht ein dämliches Pferd da. Schon. Hallo, junge Dame. Ihr müsst die Samurai sein, von denen Taka sprach. Wir haben euch erwartet. Das sind wir. Wie hast du uns erkannt? Taka sagte, ihr seht sehr elegant aus in eurem ledernen Schuhwerk. Sie ist sehr elegant, aber wir haben keine schönen Schuhe. Du wirst sicher eine gute Geisha abgeben. Noch nicht. Ich heiße Kichi. Kichi Saito. Erlaubt mir, Kichi, ja, ja. Willkommen zu heißen. Oh, ehe ich es vergesse. Bitte seht davon ab, eure Waffe zu ziehen oder sich ungebührlich zu verhalten. Das ist doch selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Warum muss man das dann hinterfragen? Würdet. Hier entlang, bitte. Das ist das Freudenviertel. Das ist also das Freudenviertel. Endlich sind wir hier, mein Freund. Ah, was für ein Ort. Hier trägt sich sicher allerlei Verrücktes zu. Mhm. Hallo. Es wurde erst nach der Ankunft der schwarzen Schiffe erbaut. Hier verkehren alle möglichen Leute. Das ist der perfekte Ort, um unseren es ist ein Ort, an dem Freund zu finden. Und Samurai miteinander in Kontakt treten. Wusstet ihr schon, dass Taka zu unseren fähigsten Geishas zählt? Es kommt nur selten vor, dass sie jemandem so schnell einen Besuch gestattet. Die will doch irgendwas. Ihr beide habt oder das ist eine Falle. Großes Glück. Weil wer... So, jetzt trampel ich bitte schon mal hier auf eurem Teebesteck rum. Zu euch gesellen. Aber das ist eine Falle. Das ist eine Falle, weil Taka... Warum sollte Taka das mit uns machen? Wenn sie die fähigste Geisha ist. Möchten Sie noch mehr? Danke, meine Liebe. Was ist das für ein schöner Ort? Gut, dass wir hergekommen sind. Da, Falle. Ja.
Verzeiht bitte die Störung. Oder die will irgendwas von uns, oder sie weiß, wer wir sind. Bitte, erlaubt mir, mich eurer anzunehmen. Der Bruder ist so verliebt. Wisst ihr, mich überkommt das Gefühl, dass dies euer erster Besuch im Miyazaki-Viertel ist? Mann, der ist ein bisschen... Ja, das stimmt. Mann, Alter. Ist ein Ort vielerlei Vergnügungen. Reiß dich mal zusammen. Genießt ihn. Weirdo. Und lasst die echte Welt hinter euch. Wusste ich's doch, dass ich hier vorhin ein vertrautes Gesicht gesehen habe. Ich geh mal lieber Hallo sagen. Der ist ein bisschen schon ein kleiner Weirdo. Geht. Seid ihr zusammen nach Yokohama gereist? Ja. Rede Kunst lügen. Okay, wieso? Wir sind doch quasi zusammen hergekommen. Tatsächlich. Ihr habt so vertraut miteinander gewirkt. Deshalb hatte ich es angenommen. Dürfte ich fragen, was euch in die Stadt führt? Okay, das ist straight. Wir haben uns das unserem Kumpel nicht erzählt, aber so einer Geisha schon, so einer Fremden. Ich habe gehört über einen gewissen Samurai, der an Bord des schwarzen Schiffes war. Aha, siehst du? Wisst ihr, bei meiner Arbeit hier bekomme ich so einiges mit. Doch bevor ich mehr verrate, hätte ich eine kleine Bitte an euch. Ich möchte euch bitten, mit einer dieser modernen Kameras Fotos vom Freudenviertel aufzunehmen. Es heißt, eine Fotografie zeige die Dinge, wie sie sind. Nun, ich will diesen Ort für die Nachwelt festhalten. Wir sollen Pictures machen? Erfüllt mir meine Bitte. Dann erzähle ich euch mehr über den Samurai vom schwarzen Schiff. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ihr müsst zum Fotoatelier und euch eine Kamera besorgen. Okay. Die hat keine Kohle für die Kamera. Wir müssen jetzt die Kamera kaufen und ihr dann die Pictures machen. Ist klar. Aber du hast den richtigen getroffen. Instagram ist genau mein Ding. So, warte. Das war dumm. Zack. Ryuma. Du bist es. Du hast also genug für heute Nacht? Ich soll Pictures machen, warte mal. Nein, das war ein Reinfall. Hier sind die Leute meist gut informiert. Doch heute fand ich gar nichts heraus. Und du? Hattest du Spaß? Ja, kann man wohl sagen. Du lässt dich wohl gerne in Sachen reinziehen, was? Oh, sag der Richtige. Immerhin konnte ich eine Sache in Erfahrung bringen. Ich kenne den Besitzer des Langhauses hier in der Nähe. Selbst Ronin wie du müssen irgendwo schlafen, stimmt's? Ich organisiere uns dort ein Zimmer. Komm später vorbei, hörst du? Das ist eine Einladung, Junge. Ich weiß nicht. Macht mich ein bisschen nervös. Komm, wir haben noch knapp 5 Minuten. Kommen wir doch safe. Jawohl, das machen wir alles kaputt. Noch zu diesem Fotoladen. Kaufen wir nochmal das Ding da. Das brennt auch schon. Das haben wir auch also schon entdeckt. Hä? Warte, nein. Ich möchte Pictures machen. Mission, die böse Bande, was ist das denn? Check ich nicht. Müssen wir doch erst jetzt pennen.
Es ist etwas heruntergekommen, dafür aber sehr geräumig. Hier kannst du deine Kleider oder Habseligkeiten aufbewahren. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Das ist unser... Das ist quasi so wie Feuerbrandschrein, ja, nur in sehr klein. Solange es ist jetzt verfügbar, Menschen, zu denen du eine Bindung hast, werden dich dort besuchen. Okay, Geschenke. Möbel, okay. Es ist gar nicht schlecht, sich gemeinsam etwas zu entspannen. Dann reden wir doch mal, Junge. Aber es gibt mir jetzt. Ich habe keinen Bock, also eine Story mehr jetzt reinzuziehen. Lass uns. Okay. Ich hab was für dich. Was habe ich denn für ihn? Wertvollen Sake. Alles klar. Ne, ich hab ja. Der hat ja doch seinen. Der hat seinen Passierschein. Oh, und das wäre? Ich wollte. Kein Bock zu wissen, ich wechsle mir das Thema. Es ist nichts. Aha. Was denn entspannen? Okay. Gut, geh. Komm, dann machen wir die Pictures in der nächsten Folge. Ich denke nicht, dass wir jetzt die ganze ziemlich gut, oder? Quest schon innerhalb von 3 Minuten schaffen können. Ich schaue hin und wieder auch mal vorbei. Von nun an sage ich allen, dass wir hier zu finden sind. Das sollte die Dinge etwas in Schwung bringen. Aber das ist cool, der Ryoma. Also. So, ich verabschiede mich. Das ist ein Charakter, den ich jetzt ich suche noch immer als Partner wählen werde. Meister Shoins Aufenthaltsort. Aber anscheinend kann ich dann nur in diesen komischen Missionen. Gibt es davon mehrere dann? Bleib doch wenigstens auf einen Tee. Ja, klar. Komm. Du fühlst dich gleich wie zu Hause, was? Ich muss leiden. Ah, Moment noch. Das hier ist für dich. Was ist das? Oh nein, ich hab. Eine was ist das? Taschenuhr. Jetzt weißt du jederzeit die Zeit. Danke. Sie ist gebraucht. Nimm's mir nicht übel. Aber nützlich ist sie trotzdem. Also dann, man sieht sich. Ciao. Was heißt denn, ich sehe jederzeit die Zeit? Ziele wechseln. Okay, da haben wir es doch. Du hast eine Bindung zu Ryoma vertieft und dadurch einen Kampfstil erlernt. Du kannst unter Ausrüstung dabei unterschiedliche... Okay, das ist natürlich super nice. Darauf habe ich gewartet, ehrlich gesagt. Hier. Aber nee, das konnten wir bei Ausrüstung auch ändern, ne? Kampfstil. Nein, wir haben nur einen. Check ich nicht, aber gut. Gucken wir mal in der nächsten Folge, wie das genau abläuft. Genau. Nächste Folge starten wir dann hier. Dann gehen wir ein bisschen Instagram auffrischen. Machen da die Quest für die Dame, für die Geisha. Immer noch. Hab immer noch Riesenfun. Kampfsystem fruchtet, bei mir zumindest. Gerade wenn man im Doppel ist. Ich finde es jetzt nicht störend, muss ich sagen. Es macht das Spiel wirklich viel leichter sogar, wenn ich das richtig benutze. Nächste Folge geht es dann weiter. Und ja, ich freue mich drauf. Dann, wie dem auch sei, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also Leute,